Willkommen in Pine Grove beim Kromme Finn. Ich habe den guten Anzug an und bin hier die drei, ich glaube, oder zweimal Eiche, einmal Birke und müsste noch eine Kiefernbretterpalette drin sein. Am Ausräumen vom Ofen, die sind nämlich trocken. Gucke gerade nochmal. Nee, Eichebretter, Kiefernbretter 0. Und hier habe ich schon mal zwei hingesetzt. Und die sind auch Eichenbretter trocken. Jawohl, jetzt gibt es nämlich Kohle. Weil, warum nehme ich das jetzt mit in die Aufnahme rein? The worst case, also Wurst Käse, ist eingetreten. Und zwar, ich zeige es euch gerade. Ich habe 1740 Euro auf dem Konto und ich kann mir kein Waldstück leisten. Also wird es dringend Zeit, Geld zu verdienen. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke gerade mal, was der Ofen macht. Und der Ofen ist, hier das eine Fach ist trocken. Diese vier Fächer hier auf der linken Seite, die müsste am nächsten, spätestens am übernächsten Tag trocken sein. Also sind das 16 Paletten plus hier die 4 sind 20. Da hinten steht noch ein bisschen was an Spanplatte. Und hier im Sägewerk sind auch noch ein paar Paletten drin. Kann ich euch gleich zeigen. Ja, das zum Spiel. Zu der Aufnahme, weil ich da immer jetzt geschrieben kriege, ich soll nicht vergessen, das Mikro anzumachen oder dass alles eingestellt war. Ich habe eben das Spiel hier gestartet, nur mal so als Beispiel. Ich habe das Spiel gestartet und wundern mich auf einmal, warum Ton, also die Aufnahme habe ich auch gestartet, und wundern mich, warum Ton und Mikro auf einmal weg sind. Erst hat es funktioniert, habe ich nämlich die erste zwei Paletten da rausgeholt und habe mir einen Ast gebabbelt und man hat auch die Spielgeräusche gehört. Ich bin nämlich immer diese Balge da am Beobachten und auf einmal waren die alle zwei Balge weg. Denke ich, du hast jetzt nichts verstellt, was ist hier los? So, dann habe ich das Spiel abgespeichert. Natürlich habe ich jetzt die zwei Paletten schon draußen. Und habe da rumgestellt und gemacht und getan mit dem OBS-Studio, was mein Aufnahmeprogramm ist. Und dann sehe ich auf einmal ein Steam-Update im Hintergrund laufen. Und das hat mir alles zerschossen. Also so ganz komplett schuldig an der Sache bin ich manchmal wahrscheinlich auch nicht. Wie gesagt, ich habe eben hier die Aufnahme gestartet, habe die zwei Paletten rausgeholt, habe gebabbelt, hat alles funktioniert. Auf einmal sehe ich die zwei Balge weg. Hä? Was ist hier los? Und dann ist ein Steam-Update ist gestartet und es kam kein Ton mehr an. Kam auch kein Ton mehr auf dem Kopfhörer an. Im Mikrofon, der Ton war auch weg. Da hat man also ein Steam-Update alles versaut. Sag ich jetzt mal. So, aber jetzt nichtsdestotrotz machen wir weiter hier. Ja, der Ragnar zockt. Hat ja auch große Probleme mit seiner PlayStation-Version. Die schmiert ja anscheinend alle Fatzlang mal ab. Da hatte ich ja einen Kommentar dagelassen, dass es auf dem PC problemloser läuft mit kleinen Fehlern in den Preisen. Aber wie man jetzt hier feststellt, die PC-Version ist auch nicht so ganz ohne. Vor allen Dingen, wenn Steam meint, so müsste jetzt gerade mal irgendwie ein Update einschieben. Das nur dazu als Info. Jetzt hat es auch gerade mal gehängt und geklebt. Gut. Also, nicht immer alles auf der Kramer-Fan schiebe. Manchmal passieren auch Sachen im Hintergrund, die man dann während der Aufnahme einfach nicht mitkriegt. Und dann passieren schon mal so Mikrofonausfälle oder so. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit die Audiobalge da im Blick behalten. Ich muss ja gucken, wo ich hinfahre, was ich lenken muss und wo ich was aufladen muss. Ich will mich jetzt nicht rausretten aus der Sache, um Gottes Willen. Aber mir ist das gerade aufgefallen, weil ich gerade die Aufnahme gestartet habe. Denke ich, das ist doch nicht wahr. Jetzt fängt das schon wieder an. Eva, hast du Ton gehabt und jetzt ist er weg. Ja, also, so ganz schuldig an allem bin ich auch nicht immer. Bin zwar eine Pfeife am PC, das ist richtig. Aber manchmal sind es auch Sachen, die man einfach wo ausnahmsweise mal nichts dafür kann. So, weiter. Jetzt wird hier das Fach wieder gefüllt. Da kommen Kiefernbretter. Palette raus aus dem Sägewerk. Da wollte ich euch ja auch mal zeigen, was da noch drin ist. So ein bisschen ist nämlich noch was drin. Und zwar Kiefernbretter Palette 6, Fichtenbretter 5. Ich nehme jetzt einfach das, was kommt. Setze ich jetzt einfach mal raus. So, nicht, dass ihr denkt, der Stapler ist schon wieder dreckig. Nein, ich habe ihn zwischenzeitlich sauber gemacht. Bei einem Tankfüllstand von, glaube ich, nur noch 15% habe ich ihn sauber gemacht und getankt. Jetzt bin ich, wie man gesehen hat, bei 59%. Ja, das Ding sieht schon wieder aus wie ein Sau. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Ich hatte hier richtig viel Palette drin gehabt in diesem Sägewerk. Und die sind so gut wie all raus. Hier sind jetzt noch so ein paar Kiefern und ein paar Fichte drin. Die schnappe ich mir jetzt gerade, mache das Fach da voll.
Dann zeige ich euch immer dahin mein weggesetztes. Das kann ich nämlich mit der nächsten Palette Fichte machen. Da liegt auch einiges im Arge hier in dem Spiel. Weil es gab da mehrere Unfälle, sage ich jetzt mal. Keine Unfälle, sondern Unfälle. Das ist auch die Härte, wenn du da irgendwo hinfährst auf unebenem Boden. Das hatte ich ja schon mal angesprochen in einem von meinen Videos. Hier auf dieser Betonfläche hält alles schön. Ja. Aber wenn du das da in diese Schuppe, Scheune oder sonst wo reinsetzt, fahren wir jetzt mal hin. Zeige ich euch das mal schnell. Da hinten sieht es aus wie Harry. Ja. Erst bei der Fichte ist mal alles runtergeflogen. Da kommst du nur mit dem Stapler in die Nähe. Da bei der Kiefer sieht es genauso aus. Da kommst du nur mit dem Stapler in die Nähe. Und vor allem rüttelte die sich raus und falle um hier kreuz und quer und durcheinander. Das ist die Härte. So, jetzt habe ich da oben drauf noch ein Plätzchen. Hier vorne die ganz links, die drei, die waren auch schon mal umgeflogen. Die habe ich mir jetzt wieder wegsortiert. Aber ganz ehrlich, ich habe da bald keinen Bock mehr. Weil ich krieg die hier mit dem Stapler nicht gepackt, wenn die umgefallen sind. Sondern ich muss warten, bis sie sich wieder entweder aufgerichtet haben. Das passiert nämlich auch mal. Die kann man dann mit dem Stapler wieder schnappen. Aber die jetzt alle auf der Seite liegen, die müsste ich rein theoretisch mit dem LKW greifen. Und da habe ich echt, ganz ehrlich gesagt, manchmal keinen Bock mehr, ey. Du kommst nur in die Nähe zum Absetzen und dann rüttelte hin, die zwei obere rüttelte sich raus und bupp, fallen sie um. Ich lasse die jetzt alle da liegen. Ich habe hier genug. Ja, man sieht es hier auf der Betonfläche. Hier sitzt alles perfekt schön übereinander. Auch hier unterm Dach. Ja, da kommt zum Beispiel da in dem dritten Stapel, da hat sich auch schon mal ein rausgerüttelt. Und hier vorne die zwei Kiefern, die habe ich glaube jetzt auch mittlerweile schon drei oder vier Mal neu gesetzt. Und die haben sich jetzt schon wieder halb rausgerüttelt. Da könnte ich es sogar noch verstehen, weil ich ja mit jeder Palette da dran vorbeiras, die ich hier hole. Aber nun ja. Ist halt so, das ist noch nicht so ganz ausgereift, diese Physik, sage ich jetzt immer, von den Paletten. Gerade wenn man sie wahrscheinlich übereinander setzt. Die haben wahrscheinlich nur darauf geachtet, auf beim Programmieren auf einfach setzen, also einfach auf die Erdabstelle. Und nicht hier so stapeln im Industriestyle, wie das der Ragnar zockt und ich hier mache. Und denke mal, dafür ist der Boden oder das Spiel auch gar nicht ausgelegt, um die Palette hier matt zu stapeln. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung oder ein Tipp von mir. So, und jetzt ist hier noch eine Palette in der Spanplattenproduktion. Aber man hatte uns hier drauf geeinigt, dass man das jetzt OBS-Platte... Ne, nicht OBS, OSB. OBS ist das Aufnahmeprogramm, Kramer-Fan. Das sind OSB-Platte. Da ist auch eine Palette fertig. Da kam jetzt noch eine rausgeploppt. Ich habe den Spanplatten-Silo-Füllstand nicht im Kopf. Könnte sein, dass da jetzt noch einer kommt oder das war's. Schauen wir mal. Sieht nicht so aus. So, dann hätte ich mindestens 6 Paletten zusammen. Ja, dann ist der LKW nicht ganz voll. Aber ich brauche ja Kohle, um mir irgendein Waldstück wieder zu kaufen können. Brauche ich ja Kohle ohne Ende. Und zum Glück waren jetzt gerade diese 4 Spezialpalette. 3 Mo Eiche, einmal Birketrocke. Das müsste jetzt richtig Kohle geben. Weil der Business-Anzug habe ich schon an. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt gleich richtig Kohle geben. Wo habe ich denn eigentlich meinen LKW stehen? Der steht hier hinten, glaube ich, in der Hecke, gell? Da steht er. Ja, man sieht hier das Chaos. Hier vorne den ersten Stapel abgesetzt, bupp, fällt der zweite um. Und hier hinten war es genauso. Das ist der Hammer. Warum das alles nicht hält, keine Ahnung. Hier die zwei, die haben sich auch irgendwann mal rausgeruckelt, wie ich hier nebendran abgesetzt habe, sind die einfach den langen Weg nach vorne auf einmal rausgeflogen. Hier hinten, da habe ich mir die Not zur Hilfe gemacht und habe auf die zwei umgekippt, oben eine draufgesetzt. Trockene tun sie, wie man sieht. Aber ich lasse das jetzt einfach alles so liegen. So, jetzt hole ich mir meinen Super-Duper-Laster. Wie sieht es denn da eigentlich mit dem Sprit aus? 68%. Gut. Also der Kauf, der hat sich auch gelohnt hier. Wenn ich da dran denke, den ganzen Stapel da noch wegzufahren, was da hinten alle unterm Dach sitzt.
Right. So, nehme ich mal die USB-Platte. Die zwei Stück da. Dann schnappe ich mir mal die Birkebretter. Oder eine Palette Birkebretter und drei Mo Eiche. Das müsste jetzt auch richtig Kohle geben eigentlich. Und dann fahre ich, obwohl der LKW nicht ausgeladen ist, bis zum letzten Platz. Weil der eine Platz am Kran bleibt frei. Fahre ich jetzt trotzdem in diesen Markt für Bretter oder Holzbedarf. Ich könnte jetzt rein theoretisch noch was Nasses mitnehmen, aber ich lasse es. So, dann werde ich das gleich nochmal ganz grob überschlagen durchrechnen, wie viel Kohle es ist, jetzt geben muss. Aber ich fahre jetzt erstmal dahin zu dem Holzmarkt. Könnt ihr ja mal in der Ansicht fahren, sagen wir was anderes. Oh, 15.08 Uhr haben wir schon wieder. Das heißt, ich kann gleich wieder schlafen gehen, wenn es gegen Abend geht. Dann müsste ich noch einen Tag wahrscheinlich nochmal spielen und überbrücke und dann schlafen gehen. Und dann müsste die anderen 16 Palette eigentlich 8 trocken sein. Spätestens dann habe ich Kohle genug für dieses Eichengrundstück. Ansicht, da sieht das nicht ganz so hektisch aus, wenn ich mal immer so kurz am Lenker bin. Weil ich spiele ja mit Tastatur, nicht mit Lenkrad oder so. Oder mit dem Controller. Habe ich alles nicht. Ich bin arm. Meine YouTube-Einnahme halte sich in Grenze. Weil es gibt nämlich noch gar nichts. Werbung wird immer lustig geschaltet in meine Videos, aber abbekomme tue ich nämlich noch nichts. Das dauert dann noch eine Zeit, bis ich noch was abbekomme. So, angekommen am Holzmarkt. Ich habe den Business-Anzug an. Jetzt schaue ich mal, ich habe zwei Palette Holzspänekiste, wären 624 Euro. Dann habe ich einmal Birken, sind knapp 1000 Euro und dreimal Eiche, sind 1200. Was hatte ich jetzt gesagt? 1200, 1600 und also 2,2, ganz roundabout müsste es geben. Jawohl, 2,172. Ich bin der Meinung, es müsste mehr geben. Aber man kennt's. Die Herren Programmierer sind da ja nicht ganz so farm anscheinend. Ich denke mal, das war jetzt wieder der Preis, den ich auch mit dem normalen Arbeiteranzug bekommen hätte. Oder es liegt daran, dass ich morgens mit dem Arbeiteranzug aufgestanden bin. Das kann natürlich auch sein, dass das Spiel das berechnet. Was für einen Anzug du morgens beim Aufstehen anhast, der wird eventuell, das gibt den Tagespreis, sage ich jetzt mal. Das kann auch sein, das habe ich auch noch nicht, tatsächlich noch nicht ausprobiert. Wäre auch mal ein Versuch wert, das mal zu testen. Business-Anzug schlafen gehen, im Business-Anzug aufstehen und gucke, was es dann für eine Kohle gibt und das Ganze halt nochmal in dem Arbeiteranzug. Ich denke mal, da liegt ein Holzstückchen noch. Ich habe was vergessen. Also es ist jetzt das erste Mal, dass mir das auffällt. Mit dem Kran kann ich es leider nicht aufheben. Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt, dass hier noch ein Stückchen Stamm liegt. Müsste ich gleich noch mal den LKW bemühen. Muss den mal wegholen. Oder der ist doch gespawnt. Weil die Bäume zum Spawnen sind ja laut dem neuesten Update auch weg. Ich kann es gerade mal zeigen. Genau. Hier hinten stand immer eine Fichte. Die spawnt nicht mehr. Und hinten dran die Fichte, die habe ich aus Versehen umgebolzt, weil ich gedacht habe, okay, das ist sie, die gespawnte. War sie dann doch nicht. Dann habe ich eine Strafe gekriegt. Das kam auch noch in meiner größten Geldnot hinzu. Da haben sie mir, glaube ich, 2000 Sozialpunkte abgezogen und ja, 1000, knapp 1000 Euro.
Und hier verhält sich's ähnlich. Da hat ja ein User oder ein Zuschauer geschrieben, die Fichte an der Bushaltestelle, die spawnt auch immer wieder. Hier kommt gar nichts mehr zurück. Das ist anscheinend mit diesem letzten Update, haben die das repariert, diese spawnenden Bäume. Die gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Gut, wir sind hier bei der Firma. Nicht bei der Firma wünscht er was, sondern bei der Firma, so ist es. Ist halt so. So, jetzt stelle ich meinen Laster wieder hier hin ab. Schwind, der steht hier ganz gut. Ui. Na, schaffst du es, Jung? So, Trocknungszustand hier von denen ist noch nicht viel. 80, 89%. Die hatte ich ja auch vorhin erst weggestellt. 96. Da bin ich schon bei 75. Was sagt's hier? 78. Hier vorne die 69. Hinten dran müsste noch ein paar trocknerere sitzen. Hier habe ich auch so ein paar 60. Hier hinten dran 58. Wo sind wir denn hier? 56. Ja, die rütteln sich auch alles weiter raus da. So, was habe ich hier für einen Trocknungszustand? Hier bin ich bei 55, 42. Das ist die eine Palette, die immer in dem einen Fach vom Ofen saß, die ich immer von A nach B geschoben habe. Die habe ich jetzt mal hier, die habe ich jetzt mal hier draußen unter das Dach gesetzt. Deswegen hat die auch, ich habe die bei 51% glaube rausgeholt. Und die habe ich jetzt einfach mal hier neben dran geklatscht. Kann sie hier weiter, hier neben. Hier draußen weiter trocknen. So, das Fach hatte ich aufgefüllt. Mit Kiefern. Ja, komplett nass, der Kram. Hier, das ist alles 60% und höher. Und hier habe ich, das ist ja das, was ich alles an einem Tag aufgefüllt hat. Da bin ich jetzt bei 7, 8, 8%. Ich glaube, hier sind es noch 10. Also das wäre dann quasi noch so anderthalb Tag. 9 sind es jetzt. 9. Dann müsste das morgen. Ja, spätestens morgen Abend, alle spätestens übermorgen Abend, morgen müsste das trocken sein. Datumtechnisch Freitag, also Sonntag morgen spätestens müsste ich das haben. So, jetzt habe ich knapp 4000 Euro auf dem Konto. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fahre ich mir mal das eigene Grundstück angucken und gucke mal, was das kostet. Könnte nämlich sein, dass das jetzt erschwinglich ist. Vorhin mit meinen 1700, das war zu wenig. Also kaufe ich mir dann vielleicht in der nächsten Folge das Eichengrundstück. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, tschüss.